great Paris. The French 2nd Armored Division and the U.S. 4th Infantry arrive at dawn. That means... It's been a week since we took out that train. Our platoon's in the middle of Paris, working with the resistance. Rousseau and Crowley have a plan to sabotage the occupation, and that means striking at its heart. Using the documents we obtained from the train, Rousseau and I will pose as Nazi officers to infiltrate the garrison. This way, gentlemen. The garrison is run by SS and Polizeiführer Heinrich. And he couldn't find me. He came for my parents. And my husband. And find me, my son. Tonight, everything we've lost, everything we fought for, will mean something. Tonight, we take back our city. The garrison. Our contact there will supply us with explosives. And when we blow the gates, that'll be your signal to approach. We're counting on you. All right, boys. Let's get ready. These Krauts ain't gonna give up easy. I figure we can survive Pearson, we can survive anything. I fought alongside him with Kasserine. We should all be so brave. It won't be long now, mes amis. But first, we enter the wolves' den. See you there. One more checkpoint. Nazi fucks. We're going. Soon this nightmare will be over. If you're stopped, your cover story must be ironclad. Let's go for it again. You are Gerda Schneider, a military attaché. You were sent by Herr Spiegel and Foreign Intelligence to arrange for Heinrich's safe evacuation to Berlin. Take some time to review the dossier. This is our one chance. Recruiting our inside man came at a terrible price. You're to find him and exchange your briefcase with his. Hopefully, he's obtained the explosives we'll need to blow the gates. You worry too much, Major. That's my job. I'll meet you in front of the garrison when the operation is complete. Who sent you? Herr Spiegel. Good. Whatever happens, once you make the trade, you must maintain possession of the briefcase at all times. I've come this far. I'll be damn sure I'm going to finish it. Danke sehr. Fahren Sie weiter. Die Papiere bitte. Und bitte reichen Sie uns Ihre Tasche. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Sie können weiter, Fräulein Schneider. Wann zieht die nächste Patrouille los? Wir werden wohl mehr Personen ausschütten müssen. Remember. Your contact's name is Fischer. He's wearing a gray officer's uniform. Tell me the passphrase. Berlin. Good luck.
wundervolle Offiziere wohnen. Es ist eines der besseren Hotels in der Stadt. In der Tat. Unsicher. Weißt du, was sie hier will? Französischer Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Verzeihung. Ja, Fräulein, kann ich Ihnen helfen? Ich verstärke besser alle wichtigen Sicherheitsposten. Gut, die Überwachung bekannter Verschwörer sollte auch verstärkt werden. Kennen Sie zufälligerweise Valens Gedicht, das Herbstlied? Das ist eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit Ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind sie. Also, Fräulein Schneider, woher stammen Sie? Ich bin in Hamburg aufgewachsen. Ach, Hamburg. An der Elbe ist es im Frühjahr wirklich schön. Halten Sie sich in Zukunft an Ihre Aufgaben. Ein anderer wäre vielleicht weniger verständnisvoll. Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Keller Karten. Einen schönen Abend noch. Gleichfalls. Hast du sie schon mal gesehen? Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Ich versuche, den Eingang zum Keller zu finden. Ich muss Oberst Fischer sprechen. Normalerweise könnten Sie jedes der Treppenhäuser nehmen. Aber der Keller ist zurzeit für Hilfskräfte gesperrt. Vielen Dank. Gern geschehen. Kennst du sie? Der Keller ist für Personen ohne entsprechende Freigabe gesperrt. Schön, Sie zu sehen. Das passt. Ja, interessant. Dieses Wort gestern hier habe ich nicht verraten. Ja, die Akte muss unbedingt weitergehen. Die Stunde aus. Verstanden. Wir schnappen sicher genug, um unsere Befrager weiterzuführen. Wir sehen hier auf Seite 5. Guten Abend. Sie sollten nicht hier unten sein. Die Jungs sind ungehobelt. Otto hat bei den Frauen genauso viel. Man sagte mir, Oberst Fischer würde hier unten im Keller Karten spielen. Haben Sie ihn gesehen? Der Oberst ist gerade gegangen, um ein Treffen vorzubereiten. Er dürfte im ersten Stock sein. Danke für Ihre Hilfe. War mir ein Vergnügen. Dass wir nicht genug Geld oder Macht haben, um Sie zu interessieren. Jedenfalls nicht. Von meinem Mann bekommen. Das ist seit einer ganzen Weile der erste, oder? Ja. Er meint, dass er täglich schreiben würde, aber ich habe im vergangenen Jahr noch nicht wieder weggekommen. Wo ist das jetzt hin? Im letzten Brief stand er bei den Wissen. Wie lange ist das gut gemacht? Der Zutritt zu diesem Treppenhaus ist von... Halt! Kein Zutritt! Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Natürlich. Bitte sehr.
Das Treppenhaus ist gesperrt und Sie haben keine Freigabe. Wie lautet Ihr Nachname? Ich heiße Schneider. Na gut, gehen Sie zurück in diese Richtung. Personal darf hier nicht. Stopp! Anstellt, ich sagte doch, kein Zutritt! Geben Sie mir Ihre Papiere. Bitte sehr. Herr Heinrichs Büro ist im zweiten Stock. Was wollen Sie von ihm? Ich habe Reisedokumente für ihn. Ja, also gut. Gehen Sie. Kennst du sie? Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Aber es muss doch auch ein paar anständige Französinnen geben, die verstanden haben, dass wir gewonnen haben. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Ja. Sieht nach einer weiteren Nachtschicht aus. Ich glaube, ich Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Man sagte mir, ich könnte hier Oberst Fischer finden. Sie haben ihn gefunden. Ich bin Oberst Fischer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie die Werke Valenz gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch einer meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Are you ready to make the exchange? No, you're early. And I'm late for a meeting. I'll have the explosives in a case matching yours. We'll have to make the swap in the war room. Lead the way. No, they're watching me. Use your cover to get into Heinrich's office on the third floor. From there, you can cut across to the north wing and avoid the checkpoints. We shouldn't be seen together. Go now, and I'll meet you in the war room. Kann ich Ihnen behilflich sein, Fräulein? Ja, ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Fräulein Schneider? Ich habe auf Ihren Auslandsstudium gehört. Es war in Cambridge, oder? Ja, das ist richtig. Wenn es Ihnen jetzt recht ist, kann ich Ihnen Ihre Reisepapiere zeigen. Da kommen wir noch sicher.
vielen Dank. Danken wir sie noch nicht. Fräulein Schneider. Now, if you will indulge me, perhaps we can converse in English, as you know, I'm sure practice makes perfect. Bitte. Nehmen Sie das Blatt. Have a seat. So, Herr Gruber sent you to arrange for my departure. I am flattered. It was Herr Commander Spiegel. Sehr gut. Very good. One cannot be too careful these days. You look so serious. Let us drink. To my return to the fatherland. The French deserve each other. But my God, I will miss the cuisine. Take the ortolan, that tiny, delicate songbird. Its eyes poked out so that it can gorge. And then it's drowned in cognac. It's ingenious. I'm not sure what I will miss more. Savoring the sweet flesh or watching it thrash to death. But there is one thing of which I am certain. Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. This is for my comrades. This is for my son. This is for me. Vive la résistance. Gewünschten Berichte aus Berlin sind gerade gekommen. Danke. Ich werde sie mir schnellstmöglich ansehen. In Ordnung. Schnapp den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es will Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Was soll die Aufregung? Das ist doch lächerlich. Ich glaube, man hat einen Spion entdeckt. Egal! Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor! Wer ist es? Warum haben Sie mir das nicht schon vor einer Stunde gesagt? Kontaktieren Sie Berlin. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Herrn Heinrich. Ich glaube, jemand wurde umgebracht. Ja, angeblich. Ist der Trupp bereit für den Überfall heute Nacht? Ja, wir rücken in der nächsten Stunde aus. Der türkische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Halt! Geben Sie mir sofort Ihre Papiere! Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! Ah!
You never disappoint. We've been compromised. The whole bloody place is on alert. They captured our contact. Tell me you made the switch. Yes, I have the explosives. Then we're staying on mission. We'll rendezvous in the courtyard after you plant the charges. Have to be quiet. Too exposed. Thank you. I'll be here if you run into trouble. Too risky. Thought you could use a hand. We need to get to the north gate and plant the charge. Just one more. Nice work! Let's head to the south gate and plant the last charge! Thank you. I'll be here if you run into trouble.
Just one more. Es werden alle Papiere überprüft. Something's wrong. We should go now. Okay, hold your fire till the door opens. Get ready. All right, that's our signal. Come on.
Let me know their position! Crowley and set up defensive positions. The Germans will fight like hell to hold the garrison. Pin him down! We have to meet with Crowley and set up defensive positions. The Germans will fight like hell to hold the garrison. Rally! The garrison's almost clear. It's not over yet. Jerry's still inside. We have to take him out. Bewegung! Schnell, schnell! Yeah, take this. Rousseau, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. Get here! Area clear! Daniel, Sussman, head upstairs and secure the second floor. We'll clear out the rest down here. I have a first aid kit! Germans will be here soon. We'll see them coming from here. If they get close, use the Molotovs. The whole city's fighting back. We're almost there. They're throwing smoke down the street. Here they come.
Daniels, aim for the driver. Everyone else, wait till they're in range. MGs, open fire! Keep them off that bridge! Cocktail. Outstanding work, boys. Outstanding. We did it. The ghost forces are entering the city. Looks like we might get that champagne and caviar after all. Hey, Daniels, you still think there's a young gal looking for a handsome GI? Sorry, buddy. That was just a boost of morale. Now he tells me. City of Lights. Finally. Something to celebrate. Hey, Crowley. There's no turning back. France has reclaimed Paris. No, this ain't exactly over yet. War's not done. Now come on, Pierce, and let them have this. That's what Turner's for. Taking the garrison and helping to liberate Paris is something I'll never forget. Hell, I think I might have seen Pearson smile. We're gonna ride this momentum all the way to the Rhine.